Herzlich willkommen beim Jahresabonnenten Frage, Antwort, Verlosungs, Outtake, Pannen-Spezialvideo. Ich bin Jonas. Ich bin Mike. Ich bin Nico. Und wir heißen euch herzlich willkommen bei J&M Angeln. Zu Beginn unseres abgedrehten Spezialvideos möchten wir anfangen, eure Fragen zu beantworten. Und zwar konntet ihr im letzten Video Kommentare schreiben mit Fragen. Nico wird sie jetzt vorlesen. Wir werden sie, soweit es geht, alle beantworten. Oftmals wiederholen sich auch die Fragen. Also fangen wir mal an. Also, es angelt fragt, habt ihr eine Freundin und was sagen die dazu? Ich würde sagen, Mike fängt an. Also ja, ich habe eine Freundin, die sagt, also ja, das Angeln ist schon cool für die auch. Sie war bis jetzt halt nur noch nicht dabei, also sie hat kein Problem damit, dass ich angel. Und ja, Jonas, was sagt deine Freundin dazu? Ja, Mike hat es gerade angedeutet, ich habe auch eine Freundin. Ja, wenn ihr es sehen würdet, sie steht gerade hinten am Bivi. Also ich habe, wie es aussieht, die beste Freundin, sie kommt immer mit zum Angeln, unterstützt uns da, hilft immer, wo sie kann, bringt uns frische Brötchen, bringt uns Kaffee, bringt uns sonst schon was, also perfekt. Sie genießt auch die Zeit am Wasser, also einfach genial. Ja, ich habe keine, also habe ich auch keine Probleme mit so einem irgendwelchen Stress, wenn ich angeln gehe. Einfach alles harmonisch bei mir. Also, dann fragt die Angler N und E, wie kann man am besten auf Karpfen gehen? Mit welchem Köder? Ja, wie kann man jetzt am besten auf Karpfen gehen? Das ist auch eine Frage, wo man sagen muss, ja, es gibt viele Arten, am besten auf Karpfen zu gehen. In manchen Gewässern geht es mit Pose, in manchen Gewässern geht es mit Boily gut. Also das kann man jetzt nicht so, also Mais läuft auf jeden Fall immer. Das läuft immer, aber man kann jetzt nicht so rein speziell sagen, der Köder läuft immer, das geht nicht. Ja genau, Mike hat es gerade schon angesprochen, es gibt ziemlich viele Köder, vor allem ist Kartoffeln ein unterschätzter Köder, Erbse, hat Nico neulich schon festgestellt, ist ein unterschätzter Köder, also schon richtig cool. Also wie gesagt, ist immer schwer auf Karpfen gezielt zu angeln, beziehungsweise da einen Köder zu sagen, hier, bam, Erdbeer-Boily eingelegt in Banane, Flavor, Dip, was weiß ich, schieß mich tot, fängt immer, nee, also es ist schwer, wir würden sagen, Grundmontage, richtig platziert am Seerosenfeld, gut gefüttert und dann fangen die Köder auch, egal was man einsetzt. Also kommen wir zur nächsten Frage, die ist von Maximilian Rieger. Er fragt, was unsere Eltern dazu sagen, dass wir YouTube-Videos machen und wie wir zum Angeln gekommen sind. Na, soll ich wieder anfangen? Also meine Eltern sagen, sie finden es gut, dass ich also einen YouTube-Kanal mit dem Jonas und mit dem Nico und mit den allen habe. Und dass ich auch angeln gehe, aus dem einfachen Grund, weil ich bin dann viel in der Natur draußen und unternehme halt viel mit Freunden. Und das ist halt, sie finden es halt viel besser, als wenn ich jetzt zu Hause den ganzen Tag hocke und zocken tue oder was weiß ich was. Ja, meine Eltern sehen es auch so. Wie gesagt, sie haben es lieber, wenn ich jetzt draußen in der Natur sitze, mit den Freunden was unternehme, mit meinen Kollegen, als wenn ich irgendwo saufen gehe oder so. Ja, ihr kennt bestimmt alle das Bild nach dem Motto, die einen Kinder sind alkoholsüchtig, die anderen Kinder sind süchtig nach Drogen, die anderen sind schwanger, die anderen, was weiß ich, gehen laufen und ich gehe halt angeln. Meine Eltern sollten stolz auf mich sein. Ja, nee, also meine Eltern unterstützen das auch großteils. Kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, nach dem Motto, wie sind wir aufs Angeln gekommen. Ja, also mir stehen meine Eltern eigentlich auch nicht im Weg. Nico, seine Eltern, glaube auch nicht. Also meine Eltern stehen eigentlich gar nicht im Weg. Wenn's dann gibt es manchmal Stress mit dem Fahren, weil ich halt oftmals am Abend dann noch hochgefahren werden will oder wieder abgeholt. Aber meistens läuft es eigentlich ganz gut mit dem Fahren und allem. Gut. Also die nächste Frage kommt von Angeln mit Chris. Er schreibt, cool, du hast recht, ich würde gerne wissen mögen, wie zum Angeln im Allgemeinen gekommen seid und wie es dann zu YouTube kam. Ihr als Truppe seid echt unterhaltsam, top, egal welcher Beitrag von euch, ihr bringt es immer einfach super rüber, bleibt wie ihr seid und es werden nochmal 2 Jahre. Ach was, erzähle. Ja, also okay. Ja, Mike. Ja, soll ich wieder anfangen? Ja, würde ich sagen. Ja, also wie wir zu YouTube gekommen sind, ja, es hat halt angefangen, dass ich in einen Verein gekommen bin. Wir haben vom Verein immer so Pokalfischen, nennt sich das. Da habe ich meinen lieben Kollegen und bester Freund und alles kennengelernt. Bei dem ist mein Vater nämlich da die ganzen Karpfen gefangen und er nix und hat das sich aufgeregt. Da habe ich gedacht, komm, ich gehe mal zu dem Verrückten rüber da. Und ja, das ist so. Ja, kein Ding. Und ja, dann bin ich rüber und dann haben wir gedacht, komm, wir gehen einfach zusammen angeln. Dann habe ich gesagt, ja, komm, kein Problem, geh mal.
eingegangen, dann haben wir angefangen mit Fotos zu machen, haben auf YouTube geschaut und das Ganze und ja, so dazu kam es jetzt und es genau erklärt euch jetzt Jonas. Ja, wie Mike gesagt hat, wir haben dann uns kennengelernt, angefangen Bilder zu machen, haben auch dann in YouTube-Videos geschaut, damals war die ganze Szene noch nicht so ausgebaut, noch nicht so bekannt, würde ich mal sagen. Und da haben wir dann auch YouTube-Videos angeschaut, die sich ums Angeln gedreht haben. Und dann haben wir gedacht, naja, das könnte man anders machen, das könnte man besser machen, das könnte man miteinander kombinieren. Und ich dann so, ey Mike, ich habe eine Kamera, sollen wir uns da beim Angeln filmen? Könnte ja cool werden, oder? Und jetzt ist unser Video 2 Jahre online, unser erstes. War nicht schlecht, würde ich mal sagen. So sind wir zu YouTube gekommen. Einfach so, hey Mike, komm, lass mal filmen beim Angeln. Wieso nicht? Ja, da angeln. Er wird gern wissen, woher wir die GoPro haben und wie viele Fehler wir bei der Fischereiprüfung haben. Mike, willst du anfangen mit deinen Fehlern bei der Fischereiprüfung? Ja, wenn ich eigentlich ganz ehrlich bin, ich hatte 8 Fehler in der Prüfung. Ja, aber trotzdem bestanden, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, ich habe schon halt eine sehr lange Zeit vor der Prüfung geangelt, kam dann so, ja, gut vorbereitet in die Prüfungszeit. Muss ehrlich sagen, ich habe erst einen Abend davor angefangen zu lernen. Habe da alle Fragen durchgeprügelt, am nächsten Tag meine Prüfung gemacht und hatte dann 2 Fehler. War nur eine behinderte Frage, die ich falsch hatte, aber hey, kann ja nicht immer perfekt laufen. Und du, Nico? Also ich hatte 4 Fehler, habe aber auch erst ein Jahr davor angefangen zu angeln, habe halt dann die ganzen Fragen durchgemacht und habe so halt die meisten Fragen richtig beantwortet. Gut, ja, also nochmal dem Jada angeln, um zu sagen, wie wir zur GoPro gekommen sind. Also wir haben keine GoPro, wir haben eine Rollei S50, auch eine Actioncam. Zudem haben wir noch eine GoPro Hero 4 Black, aber die gehört meinem Bruder. Und die haben wir nur selten am Wasser, da der immer sehr geizig ist. Wobei ich ihm an dieser Stelle danken möchte, dass ich immer an seinem Rechner schneiden darf, zumindest das letzte Video. Ja, weil an meinem Rechner ruckelt es immer, aber ey, was soll's. Gut, nächste Frage, weiter geht's. Also, Bass Hunter fragt, welche Kamera wir haben. Gut, meine Kamera, meine Worte. Also, wir filmen gerade mit der Sony HDR CX320E. Ist ein schicker Camcorder mit ordentlich Zoom, hat er vielleicht schon bei den ein oder anderen Aufnahmen gesehen. Macht eigentlich eine super Qualität. Haben wir jetzt auch schon seit Weihnachten vorletzten Jahres. Also, haben da schon einige Videos mit gedreht. Und ich kann nur sagen, dass ich echt zufrieden bin mit der Kamera. Jetzt erst neulich noch Ersatzakkus gekauft habe, damit wir noch länger und noch toller filmen können. Und bei der Kamera werden wir vorerst mal bleiben. Vielleicht werden wir demnächst noch ein bisschen aufrüsten im Spiegelreflexbereich zum tolle Fotos machen. Aber wie gesagt, da sind wir noch offen und lassen die Zukunft auf uns zukommen. Also dann mein Fix HD fragt, wie viel Geld wir so im Durchschnitt für unsere Ausrüstung bezahlen. Zu viel. Ja, eben zu viel. Die einfachste Antwort. Ja, okay, mal so grobe Einschätzung. Was gebe ich für meine Angelsache aus? Also im Jahr, also ich sag einfach mal im Jahr, so im Schnitt, so schon an die 4000 Euro gebe ich schon für Angelsache aus. Ja, also wir haben, wie gesagt, sehr viel Angelsache. Auch sehr viel, also es ist halt eins unserer, ja, besten, größt ausgebautesten Hobbys, sag ich jetzt mal, unser, ja, das umfangreichste Hobby. Da gibt man schon relativ viel Geld aus, da kommt im Jahr schon was zusammen. Vielleicht nicht ganz so viel, wie Mike jetzt erwähnt hat, aber... Das war jetzt nur halt ein Schnitt. Ja, ich denke, die grobe Ausrüstung, die Mike jetzt insgesamt hat, vielleicht, ja, 3000 Euro oder so. Bei mir liegt es auch so zwischen 3.000, 4.000 Euro. Bei Nico auch, der muss aber sagen, dass er hier durch Sponsoring von seiner Familie doch das ein oder andere gut geschrieben kriegt. Aber wie genau nochmal wir Geld ausgeben für Angeln, kommt nachher noch bei der anderen Frage. Und jetzt machen wir ja, okay, aber ich würde jetzt mal so sagen, wir wollen jetzt mal nicht zu weit drauf gehen, wie viel wir. Also wir haben jetzt gesagt, was wir bezahlen, aber ich würde jetzt nicht zu weit drauf eingehen, wie viel insgesamt. Checken jetzt mal die nächste Frage, da kommt noch mal so eine Frage und dann schauen wir mal, was da noch gefragt wird. Anglerboss 98, was sind eure Lieblingsspinköder? Gummi, Spinner, Wobbler und welche genau? Mike. Was? Ja, gut, wir haben nochmal überlegt, sag ich mal, mein Lieblings-Spinköder auf Barsch und Forelle. Das wäre der Flash-Jay mit einem Paddle-Tail, 3 Inch, am liebsten noch in dieser blauen Farbe mit dieser silbernen Holofolie. Das ist ein klasse Köder, ist mein liebster Köder auf Barsch und Forelle. Ja, ich glaube, auf Döbel müsste auch funktionieren, haben wir leider kein gutes Gewässer in der Nähe, müssen wir mal ausprobieren.
Ja, also jetzt habe ich mich auch entschieden, und zwar ist das der Gummifisch. Das weiß der auch der Computer, es ist der ist der Computer 3 Inch in Lila. Mit dem habe ich jetzt am meisten, also meiste Fische gefangen, Barsche, Forellen. Ja, der läuft einfach super gut, und drum ist bei mir der Computer. Also bei mir ist auch der Gummifisch, und zwar ist der Easy Shiner in 2 Inch. Mit dem habe ich bis jetzt gut Barsch gefangen, aber auch kleine Hechte. Und ja, in der Farbe Lila, keine Ahnung warum, das läuft halt dieses Jahr richtig gut auf die Fische. Und naja, gehen wir zur nächsten Frage. Nils Lange fragt, welches unser schönstes Angelerlebnis ist ja. Ja, schönstes Angelerlebnis. Das sind ja nicht alle. Also sag mal, die Zeit am Wasser ist einfach unbezahlbar, unbeschreiblich schön, wenn du am Morgen am Wasser aufwachst, aus dem Bibi rausschaust, die Sonne geht auf, Nebel übers Wasser. Einfach herrlich. Aber ich würde sagen, ein richtig schöner Angelmoment war, als wir Karpfenangeln waren, am Abbauen, beim Posenangeln. Ich nehme meine Rute vom Rutenhalter, klappe den Bügel zu, lege die Angeln hin, drehe mich um, stecke die Rutenhalter in die Tasche rein, auf einmal meine Rute. Fisch beißt, Rute mit Fisch, zack, ab ins Wasser. Der Fisch hat meine Rute mit hinterhergezogen. Ich habe mich blitzschnell entschieden, bin hinterhergesprungen. Die anderen haben nur dumm geguckt, weil sie es gar nicht geschnallt haben. Und gelacht. Ja, da habe ich auch meinen PB-Karpfen gefangen. Mit, glaube ich, 8,5 Kilo, wenn nicht sogar 9 Kilo. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ja, und eure schönsten Angelerlebnisse? Ja, bei mir muss ich ehrlich gesagt zugeben, zwar die ganzen Karpfen, wo ich gefangen habe, war auch richtig geil. Aber mein bestes Erlebnis, wo ich je hatte, war, wo ich bei meiner Oma, ich bin oft bei meiner Oma zu besuchen, die hat hinterm Haus unten auf einer Wiese, es fließt so ein kleiner Bach durch. Und da fange ich normalerweise immer nur so kleine Forellen, so 30 oder so. Und da war da so ein Gumpen um eine Ecke rum, da war es halt tiefer. Und dann bin ich halt mit dem von Joker, habe ich einen Joker genommen und bin dann von Quantum und Joker, habe dann da hingeschmissen und habe dann, ich glaube mal, von uns allen die größte Bachforelle gefangen. Und ja, was soll ich dazu sagen, sie hatte 65 cm, also mega krasses Exemplar, 65 cm für eine Bachforelle, schon heftig. Ja, 3,5 Kilo hatte das schöne Teil, und ja, das war einfach für mich einfach ja, einer der schönsten Erlebnisse. Also mein schönstes Angelerlebnis ist eigentlich immer, wenn wir zusammen angeln gehen, macht eigentlich immer mega viel Spaß. Wir hocken extra meistens mal manchmal weg vom Wasser, damit man uns nicht so hört, also die Fische, man sagt ja immer, man muss leise sein beim Angeln. Und dass wir dann auch noch was fangen, sitzen wir meistens ja, ein bisschen entfernt vom Weiher. Dann mit Funkbissanzeiger, und dann hört man eigentlich jeden Biss 1A. Außer man ist Cedric, beziehungsweise ein Kollege von uns. Der schläft alle Bisse durch, das ist dem echt egal. Gut, nächste Frage, weiter geht's. Also Louis Klee88 fragt, wie alt wir sind und was mehr machen wir sonst noch außer Angeln, also Schule, Studium oder Arbeiten. Soll ich wieder anfangen? Ja. Jo. Was mache ich? Also ich bin 16 Jahre alt. Was mache ich noch außerhalb? Also nie, wenn ich nicht angeln bin, ja eigentlich gar nichts, nein, Spaß. Schule, dann tue ich Motorradfahren. Seit 2-3 Tagen habe ich den Führerschein, seitdem tue ich, also ich gehe dann auch Motorradfahren. Fußball spielen tue ich auch immer wieder gern, und einfach hier auch mit Jonas auch einfach mal so wegen feiern gehen und das Ganze, das ist halt richtig geil einfach so. Jo, ich bin hier der alte Hase aus dem Team, bin 18 Jahre alt, fast 19, Niklas ist jetzt auch 19 geworden, wir sind so jetzt die Ältesten aus dem Team, sind immer für die Kleinen hier verantwortlich. Ja, sonst, ich habe jetzt dieses Jahr genauso wie Niklas mein Abitur erfolgreich bestanden, 2015. Jetzt gehen wir studieren, mal schauen, vielleicht gehen wir auf die gleiche Hochschule, denn ich weiß nicht, dann werden natürlich viele chillige Ansätze kommen. Eventuell gehe ich auch auf eine andere Hochschule, ja, wie gesagt, studieren. Und Nico hat jetzt noch ein Jahr vor sich. Leider, ja. Danke, gerade ins Wort. Okay. Also, ich bin 14, werde dann im August 15. Ich muss noch ein Jahr auf der Realschule machen, dann habe ich einen Abschluss, wenn ich gute Noten schreibe und nicht sitzen bleibe. Und ja, danach wahrscheinlich eine Ausbildung, und ja, gehen wir mal zur nächsten Frage. Miki Nai schreibt, was arbeitet ihr? Haben wir gerade gesagt, gehen noch zur Schule bzw. jetzt studieren.
unser persönlicher bester Drill. Danach fragt der Kinyau Goreleskini. Tut mir leid, wenn ich deinen Namen nicht ganz richtig ausgesprochen habe. Er fragt nach unserer geilsten Drill-Szene. Ja, also ich glaube, wer das letzte Video gesehen hat, weiß meine beste Drill-Szene vom Graskarpfen, als ich ihn gar nicht gesehen habe. Und ich frage mal so zu Mike. Mike sagt so, Pumpen ran. Und ich so, wo ist er? Ich sehe nicht. Also da ist er doch, gell? Kommt mal her. Ich sehe nicht. Ja, hier ist er, komm, komm. Ja. Ich sehe nicht. Ja, ist er doch. Taschen? Ja. Also es war echt cool. Der hat auch richtig brutal gekämpft. Hammer Flucht gemacht. Konnte man eigentlich so geil filmen. Weil die Kollegen jetzt zu spät aus dem Zelt waren. Naja, egal. Meine beste Drill-Szene, Mike. Sorry. Was geht bei dir ab? Ja, meine beste Drill-Szene war also einmal die Forelle, weil da bin ich nämlich dem halben Bach abwärts immer gefolgt, weil die einfach, ich konnte nichts machen, der musste einfach hinterherlaufen. Ja, aber der war jetzt nicht so spektakulär, und zwar war das hier, die zwei Kollegen waren nämlich Nachtangeln und da konnte ich nämlich nicht mit. Dann habe ich zum Jonas gesagt, ey Jonas, wie sieht's aus, komm, wir gehen nochmal in die Nacht. Er sagt, ja klar, sind wir nochmal in die Nacht gegangen. Dann hatten wir auch hinter uns, also da, wo wir den Graskarpfen gefangen haben, hatten wir auch unsere Ruten liegen. Und dann saßen wir so draußen am Tisch, haben gerade mit seiner Freundin geskypt und auf einmal haben wir nur eine Bissanzeige, wie der einfach nur losschreit. Ich habe gedacht, der explodiert gleich. Geh hin an die Rute, schlag an, auf einmal die Rute so halbkreis gebogen und dann war der Fisch aber schon fast am anderen Ende vom See einfach nur. Und haben dann halt hergepumpt, weil der wäre sonst um die Insel rum. Und ja, da hatte ich den kurz vom Ufer, ein paar Meter vom Ufer, und dann ist er ausgeschützt und dann, ja, habe ich mich natürlich aufgeregt. Also. Verständlich hoffentlich. Ja. Frag dir aber nicht, wie er sich aufgeregt hat. Ja. Okay. Nico, dein bester Drill? Keine Ahnung. Meistens sind es die Karpfen. Weil sie einfach viel Power haben. Im Gegensatz zu den Hechten, die wir sonst hier immer fangen. Und ja, neulich hat mich eine Karpfen um 5 Uhr morgens geweckt. Natürlich voll verschlafen. Zur Route hingerannt, der Fisch voll abgezogen, auch über einen halben Weiher gezogen, bis ich endlich mal an der Route war. Ja, richtige Fluchten hat er geliefert, aber letztendlich habe ich ihn dann auch noch rausbekommen. Okay. Ja, jetzt. Also, Alter. Also, beruhigt. Nein. Alter. Der Alexander Angerer fragt, welches sind eure Lieblingsköder auf Hecht und Barsch? Ja, wo haben wir gerade vorhin schon erwähnt. Mein liebster Barschköder, Flashday 3 Inch. Mike seiner, der Kokuto war's. Nico, sein Lieblingsköder auf Hecht hat er neulich irgendwie verloren, versenkt. Verlegt, oder versenkt. Keine Ahnung, den habt ihr vielleicht in dem einen oder anderen Hechtvideo gesehen. Das war dieser Swimbait, siebenteilig oder so, wo richtig cool gelaufen ist. So viel zu unseren Lieblingsködern auf Hecht und Barsch. Also Ruben Martinez fragt, welches unsere Lieblingsfischart ist. Karpfen. Hecht. Ne, Barsch, Entschuldigung. Hecht und Barsch. Ja, bei mir Hecht auch, Hecht und Barsch. Also gut, meins Karpfen mittlerweile, ich weiß auch nicht. Die Angelei hat mich mittlerweile einfach überzeugt. Mir gefällt das Campinggefühl da herum und auch dadurch, dass man halt seine Freunde mitnehmen kann. Hey, nee, Spaß, Leute. Ja, wie gesagt, das Campinggefühl herum gefällt mir einfach und dann, wenn der Fisch kommt, ist einfach ein Wahnsinn, Adrenalinkick, wenn der Bissanzeiger losschreit. Also, Manuel Ott fragt, ob man auch mal mit uns angeln gehen kann. Klar. Ja, klar. Also auf jeden Fall. Wir haben jetzt eh sowas geplant, noch vielleicht, ja, jetzt August, September in die Richtung. Vielleicht dann noch ein bisschen später. Je nachdem, wann Studium losgeht und wo. Wir wollten so eine kleine Deutschlandtour machen und da wollten wir natürlich euch fragen, ob ihr Lust habt, dass ihr mal mit uns angeln gehen könnt. Schreibt uns da am besten auf Facebook an. Verlinkungen müssten irgendwo vorhanden sein. Wenn nicht, googelt uns, beziehungsweise schaut in Facebook irgendwo. Und ihr findet uns unter Jonas von dann halt nur JM Angeln ohne dieses Unzeichen, da das irgendwie nicht gemocht wird von Facebook. Mag ich nicht. Ja, da findet ihr uns drei, da könnt ihr uns. Also nicht alle drei unter Jonas JM Angeln, sondern. Also jeweils mit den, ja, genau. Ja, Vornamen. Also ich heiße ja Mike von JM, also Mike von JM Angeln und er Nico. Genau, schreibt uns da an, könnt ihr sagen, auf was ihr mit uns angeln gehen wollt, wo ihr wohnt und so. Und dann schauen wir, dass wir da eine coole Tour durch Deutschland einplanen und so halt mal alle Leute da besuchen, beziehungsweise nicht alle, aber halt das, was sich anbietet. Also, Timo August hat fragt, wie wir uns alle kennengelernt haben. Ja, Nachbar. Pokalfischen. Pokalfischen, ja, Mike hat es vorhin schon erwähnt. Bevor ich ihn richtig kennengelernt habe,
habe ich ihn immer im Bus gesehen, als ich vom Gymnasium nach Hause gefahren bin, stand er in meiner Bushaltestelle, ist in den Bus eingestiegen, mit dem ich nach Hause gefahren bin. Da habe ich immer gefragt, was ist denn das für einer, der redet die ganze Zeit, Busfahrer, hat der keine anderen Freunde, ja. Nee, Spaß. Und dann irgendwann am Pokalangeln habe ich dann echt gedacht, der am gegenüberliegenden Ufer, den kenne ich doch, gell. Und dann, wie gesagt, hat mein Vater halt die ganze Zeit Karpfen gefangen und ich nicht. Und da ich der Meinung bin, dass er meinen Spot überfüttert hatte, beziehungsweise was weiß ich, was der gemacht hat, keine Ahnung, war ich halt dann wegen sauer, habe ihm nicht mehr Keschern geholfen. Darauf ist der Mike von der anderen Seite angerannt gekommen, hat noch halber Keschern geholfen. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen, ja. Und so hat halt unsere Freundschaft begonnen. Ja, wie schon Nick erwähnt, wir sind Nachbarn. Ja, also nur Mike und ich, nicht der. Nein, der wohnt, der wohnt, der, der in, wohnt in kleinen Texas. Ja. Also, Marvin Karawoski fragt, welche Spinnenkombo wir fischen. Ja, also ich fische die Xorone heißt die, das ist eine Baitcaster. Dazu habe ich eine 1,80 Meter, weiß nicht, und das sind die, 1,80 Meter lange Abu Vendetta mit einem Wurfbeat von 5 bis 25. Eine Schnur, ja. Die Schnur weiß ich gar nicht. Ja, so ganz genau wissen wir es jetzt aus dem Handgelenk nicht. Aber wir hatten ja einen Zweikanal und da wollten wir genau sowas vorstellen, nach dem Motto, jetzt hier Karpfenkombo von mir, Hechtroute von Nico bzw. Barschroute von Mike. Wollten wir alles so detailliert dafür sein vorstellen. Mal ein bisschen kleine Tackle-Einblicke geben, was fischen wir überhaupt für eine Sache und sowas. Und da wollten wir halt mal schauen. Dann, wie gesagt, schaut auf den Zweikanal vorbei, abonniert den, dann verpasst ihr das genau nicht. Jetzt? Haben wir schon. Nein, den Namen doch nicht. Achso, hallo. Also, P-I hier, Leute. Also, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also, jedenfalls, wahrscheinlich heißt der Philipp oder so. Fragt, in welchem Bundesland wir angeln und ob man mit uns angeln gehen kann. Ja, wie gesagt, wer kann mit uns angeln gehen, schreibt uns in Facebook an. Wenn es sich anbietet, ihr nicht zu weit weg wohnt, kommt mal vorbei. Bundesland, sind wir in Baden-Württemberg. Richtig dumm. Nachtangelverbot und so. Ja, richtig dumm. Da Scheiße, naja, muss man sich halt anpassen, je nachdem, aber was soll's. Ob man jetzt die Routen nachts um 1 drin lässt oder rausholt. Holen wir sie halt lieber raus, riskieren dadurch nichts. Die meisten Fische beißen eh bis um 1 sind danach nichts mehr. Also holt lieber die Routen raus und kassiert da lieber keinen Stress. Also der Alexander Angerer fragt, wieso geht ihr nie auf Zander? So, gute Frage, wieso gehen wir nie auf Zander eigentlich? Wir haben keine Zander gewesen. Ja, das ist das Problem. Wenn wir auf Zander angeln wollen, müssen wir anderthalb Stunden fahren und dafür lohnt es sich einfach nicht. Und der See ist einfach wie... Also wie groß ist der See? Warte, ich drück's mal aus wie ein Angelkollege von uns. Nein, das können wir nicht bringen. Natürlich. Ja, also, pass auf, der Angelkollege meint einfach, dass der See... Der meint einfach, dass der See nicht so toll ist, der ist sehr, sehr launisch, riesengroß, das ist das Problem. Der Schluchsen. Der hat ein paar Kilometer Wasserfläche, also es ist richtig brutal. Und dort einen Zander zu fangen ist verdammt schwer. Niklas war jetzt dort zweimal, hat nur einen Babyzander von 35 fangen können und das hat sich dann irgendwie nicht gelohnt, da zu viert hinzufahren. Also ja, wir werden aber jetzt dieses Jahr nochmal versuchen, bei Niklas am Gewässer einen Karpfen zu bei nichts an Gewässer versuchen, einen Zander zu fangen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht einmal noch mal woanders irgendwo ein geiles Zandergewässer aufsuchen können. Wie gesagt, schreibt uns an, wenn ihr irgendwo ein geiles Zandergewässer in der Nähe habt, nicht so weit weg von uns wohnt, sind wir natürlich bei euch am Start, wenn es okay ist. Und dann hat Nico jetzt die nächste Frage vom Angelteam T und J. Mit was oder welcher Seite habt ihr eure T-Shirts gemacht? Ja, also... Meine Mutter. Ja, ich stick das... drauf, ja, das Logo, also die Forelle, die jetzt auf dem T-Shirt drauf ist, kann Mike gerade zeigen. Die ist aus dem Internet, gibt es gerade so als Programm, muss man halt auf dem PC machen. Der spielt es dann auf die Nähmaschine. Die stickt es dann, also der Stick hat jetzt 4 Stunden gedauert. Dann auf der Jacke, ja, das alles hat alles eigentlich meine Mutter gemacht. Es kommen da bald noch Unterhosen für unseren Karpfenangler, weil er meine Unterhose drehen muss. Ja, er meint, er wäre hier der Größte und meint, er kann in Unterhosen. Mit dem Riesenaal, weißt du? Ja, wisst ihr, Leute, einfach. Die zwei haben das Prinzip von dem Schlafsack noch nicht begriffen. Weil wenn man da wenig Klamotten anhat, hat man es viel wärmer, als wenn man viele Klamotten anhat. Ich hab mit Hose genauso warm. Ja, eben, ich auch. Da wäre ich nachher nicht in Unterhose. Besserwisser! Naja, jedenfalls kommt da noch eine Unterhose, ja. Werdet ihr bestimmt dann irgendwann sehen.
Da wollten wir noch mal uns bedanken bei Dirk von Hotspot Fishing. Schaut mal bei dem YouTube-Kanal von denen vorbei. Der hat es drauf gebracht. Nochmal an der Stelle vielen Dank, Dirk, für die coole Idee. Wird auf jeden Fall umgesetzt. Seli 2003 fragt, wie alt wart ihr, als ihr den ersten Fisch gefangen habt und welcher war das? Also gut, ich würde sagen, ich war der Jüngste. Für die Frage musste ich nochmal mit meiner Mutter sprechen, da ich mich gar nicht mehr so weit zurückerinnern kann. Ich weiß nur, ein Bekannter von uns, der hatte so einen kleinen Forellenteich, wo er eben Forellen gezüchtet hat. Was weiß ich, wie groß war der Teich? Vielleicht rund mit 10 Meter Durchmesser oder so. Und da ich halt schon immer von klein an heiß aufs Angel war, hat mir meine Mutter so eine kleine Plastikangel geschenkt, was weiß ich, wo man halt als Kind dann rumrennen konnte mit so einem kleinen Gummifisch-Twister-mäßig dran, ohne Haken natürlich. Und ich weiß auch nicht, wie ich den damals rausgekriegt habe. Jedenfalls habe ich da als 2,5-Jähriger in diesem Forellenzuchtbecken geangelt und dann auf einmal einen schon richtig schönen Fisch gefangen. Ich glaube, so eine Forelle war das. Als 2,5-Jähriger, also brutal. An der Stelle, was Mike gerade noch angedeutet hat, möchte ich nochmal auf unser A-Video verweisen, wo er meint, dass wir mit solchen Sardinen auf Hecht angeln. Okay, ja, mit 2,5 habe ich da meine Forelle gefangen. Die wurde dann natürlich ausgenommen und ja, fachgerecht getötet, mir wieder in die Hand gedrückt. Und natürlich war schon von früh an der Catch-and-Releasing geprägt. Deswegen habe ich diese ausgenommene Forelle wieder zurück in den See geworfen und habe gesagt, Fisch soll weiter schwimmen. Ja, das war meine Geschichte zu meinem ersten Fisch. Was war denn deiner, Mike? Also meiner war, wie alt werde ich da gewesen sein? Kann ich gar nicht genau sagen. 9, 10, sowas. Da war ich bei einem Angelkollege, war ich hinten, der hat so einen größeren Hof und da hat er hinten so einen großen Teich. Da war ich mit ihm da hinten gesessen, meine Eltern haben mir eine teure Kombo geschenkt und das Ganze. Da habe ich gedacht, komm, ich probiere die gleich mal aus. Und habe dann auch meine PB-Schleie gefangen und zwar, die hatte auch 65 cm. Abnormal einfach nur das Viech und da habe ich mein erster Fisch gefangen. Ja, was war denn dein erster Fisch, Nico? Oh je, yeah. Lutscher. Fresse. War doch der Hecht, wo du so gepierst hast. Nee, ich habe davor schon Barsch gefangen. Ey, stabil. Und zwar war das am Schluss hier, da war ich mit einem aus meinem Ort. Ich glaube, da war ich 11. Also relativ spät habe ich mit dem Angeln angefangen. Ja, also Barsch mit 11. Auf Wurm. Okay, dann Domi Kretschmer fragt, was macht euch am Angeln am meisten Spaß? Ich würde sagen, ist abhängig mit den Freunden, oder? Das ist einfach richtig toll, wenn der Mike dann mal Zeit hat, weißt, und dann wieder zusammen am Wasser sind. Ja, das ist richtig cool. Hat mal seinen Spaß, was ich, zockt ein bisschen Uno, wartet auf einen geilen Run, dann kommt der Run und dann ist natürlich wieder Panik. Einer holt die Kamera, einer den Kescher, einer geht an die Route und dann geht's ab. Also der liebe Herr Jonas ist natürlich immer so einer, der kommandiert dann immer jeden rum, heißt du machst das und wenn dann meine Route ab ist, wär's als erstes an der Route nicht ich, sondern er. Das ist bei jedem so. Aber es liegt genau an zwei Dingen. Yes. Ding Nummer eins, ich bin schneller als er, Ding Nummer zwei, ich bin schneller aus dem Zelt. Nee, Spaß, Quatsch. Ist halt immer so eine Sache, gerade wenn es nachts ist oder abends, bis da jeder irgendwie was hat, was er braucht. Und meistens wissen wir gar nicht, wessen Route was ist. Also wir sagen so, wir sind nicht empfindlich wie manche Angler. Wenn an dem seine Route gestellt, da gibt es manche, die würden dich zusammenschlagen dafür. Wir sind so, wenn einer nicht rauskommt, wir wollen ja nicht, dass der den Fisch verliert, dann geht man hin, schlägt halt an oder dreht ihn halt so lang, bis der andere kommt, überreicht ihm die Route und so klappt es auch. Also wir sind jetzt nicht so, wenn einer die Route nimmt, dass man den dann sofort ins Wasser schubt oder dem eine zentriert halt in den Zeichen. Jo, wie gesagt, ja, sowas so ein neues Problem. Nico, seinen Karpfen war schon, das ist nicht 50 Meter abgezogen, was bald. Weil die bis dahin rechtzeitig gehört haben und erstmal hinlaufen durften. Und da habe ich halt kurz den Fisch vom Hindernis weggepumpt. Nico kam dann, habe ihm die Route gegeben. Also wie gesagt, Teamwork ist alles. Und so muss es dann auch gemacht werden. Meißen wir ja J und M Team. J und MN Team. Genau, J und MN hoch 2 Team. Genau. Ja, an der Stelle nochmal ein Gruß von Niklas. Der kann heute leider nicht da sein, da er wie gesagt viel weiter weg wohnt von uns, als wir drei auseinander wohnen. Deswegen Gruß von Niklas. Mal schauen. Der wird dann vielleicht beim nächsten Video wieder dabei sein. Also gut. Das war's. Nico faltet die Fragen zusammen. Ich denke, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Viele waren doppelt. Also wenn ihr euren Namen nicht gehört habt, tut es uns leid. Wir haben es versucht, alles zu beantworten. Wenn es aufschlussreich war, schreibt es uns. Sonst schreibt dann nochmal in Facebook, wenn ihr noch irgendwas wissen wolltet. Oder Jungs? Ja. Oder schreibt es einfach nur in die Kommentare. Gut. Also, wir haben ja noch versprochen, paar Outtakes rauszuhauen.
die uns vielleicht manchmal sogar ein bisschen peinlich sind. Aber egal. Aber egal, ihr wollt natürlich jetzt was zu lachen haben nach der langweiligen Aktion jetzt gerade. Da habt ihr was. Also gut, jetzt hau ich noch ein paar geile Outtakes rein. Check dann, wie es aussieht. Jemand hat noch gefragt, wer die Videos schneidet, wo er das so gut kann. Natürlich schneide ich die Videos und Niklas, hauptsächlich ich. Woher kann ich das so gut? Übung macht der Meister. Probiert es einfach aus, Jungs. Haut die Leute raus. Outtakes sind ganz normal. Zeigen wir euch jetzt gleich. Danach erzählen wir euch noch ein bisschen, werde ich euch noch ein bisschen erzählen, wie das Ganze seinen Lauf genommen hat. Dann natürlich noch ein paar Sequenzen einblenden. Und dann werden wir zum Gewinnspiel kommen. Was ihr da gewinnen könnt, ist echt brachial, Leute. Ihr müsst euch das anschauen. Dann stellen wir euch noch ein paar Fragen. Ihr müsst die Fragen beantworten. Wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet, kommt ihr in den Topf rein, aus dem es ausgelost wird. Dann könnt ihr euch entscheiden zwischen der Spin-Kombo bzw. zwischen dem Hecht-Equipment und dem Karpfen-Equipment. Da schauen wir noch, ob wir entweder Erstplatzierter und Zweitplatzierter machen oder jeder nur oder halt nur ein Sieger gewinnen kann. Aber es wird ein richtig fetter Preis rausgekloppt. In dem Sinne, viel Spaß bei den Outtakes und bis nachher. Okay. So, also Leute, die Schleie. Wir lagen hier gerade im Zelt drin, oder besser, ich habe geschlafen, die anderen auch. Und dann haben wir es halt piepsen hören und dann gar nicht erst gescheit So Leute, also Certain M-Team möchte sich jetzt verabschieden. Scheiße. Und Mann. Noch? Schuss. Schuss. Verreckt. Zeig mir, du bist geboren. Warte, stopp. So, also Leute, Tipp der Folge ist Nochmal. Richtig so rein. Ich versuch mal, ob ich es in einem Ruck kriege, okay? Scheiße. Voll in Kescher. So, also, kleine Hechte, halt. Alter. Dass Hechte Revierfische sind, weiß ja jeder von euch. Und das können wir uns zu Vorteil. Das können wir uns zunutze machen. Okay. So, unsere Hakenköder für heute. Es ist mein erstes Mal, dass ich mit Boilies angle an meiner eigenen Route. Und zwar haben wir hier die Pelserbälle. Pelser Boilies. Mal nochmal. So, das erste Mal, dass ich mit Boilies an meiner eigenen Route angeln werde. Und zwar haben wir hier die Pelserbällets. Alter. Es war ein Hecht mit 62 cm. Muss ich erst überlegen, was ich sagen soll. So Jungs, was macht ihr gerade? Kleine Köderfische fangen. So Leute, was macht ihr gerade? Kleine Köderfische fangen. Für unsere... Oh, sag's einfach alleine. So, das erste Mal lasse ich mit... Ich bin Nico. Und heute probieren wir, wie ihr schon seht, mit Pose Hechte zu fangen. Unsere Köder werden Köderfische. Schatz hier, scheiße. Wir angeln mit kleinen. Jetzt gucke ich, dass ich meine auch noch rausbekomme. Aber was ich hier noch mit, was ich das... Also beim Absetzen der Pose muss man sehr vorsichtig sein, damit man das Segel nicht zerstört. Weil jeder kennt ja, wenn Papier in Wasser kommt, wird es nass. Und es geht kaputt. Oh, das hört sich schwul an. Ist schon klar, dass es nass wird. Guck dir mal den Zoom an. 55-fach optisch. Also Leute, der Tipp der Folge, sein Angelgerät ausnutzen. Es kann oftmals passieren, dass es einen Meter zu... Stopp, Renan und hallo Leute. Heute ist ein... Warte. Fertig. Also jetzt, kurz vor Dämmerungsbeginn, kam noch unser dicker Freund aus dem Team. Nee, kleiner Spaß. Ey. Gut, wie bereits am Wasser gesagt, kommen wir jetzt zum Gewinnspiel. Erstmal möchte ich euch vorstellen, was ihr gewinnen könnt, danach wie ihr gewinnen könnt. So, als erstes gibt es sozusagen ein Raubfischpaket zu gewinnen, bestehend aus einer richtig geilen Rute, laut Nico, da er genau die gleiche fischt. Das wäre jetzt hier die Team Cormoran X Power S. In 2,40 Meter Länge mit einem Wurfgewicht von 28 bis 84 Gramm, also für die großen Hechte. Natürlich eine Spro Red Arc, richtig geil.
wie gesagt, Nico fischt genau die gleiche Kombo, mit genau der gleichen Schnur, genau die gleiche Rolle, gleiche Route. Ja, wir haben uns für diese Route, bzw. für dieses Verlosungspaket entschieden, da Nico genau die gleiche Kombo fischt, sehr zufrieden ist damit. Und deswegen hat er gesagt, Jungs, komm, wenn wir eine geile Hechtroute verlosen wollen, nehmt die hier, preislich top, geile Route. Also, dies ist das Raubfischpaket, bzw. der erste Teil davon. Natürlich braucht man zum Hechtangeln nicht nur eine Route, eine Rolle, eine Schnur, sondern auch Snaps. Somit sind Snaps noch dabei in diesem Paket. Ein Gummifisch. Ein richtig cooler Spro-Spinner. Und natürlich noch eine Packung Joker. Optimal für Hecht. Kann man richtig schön in die Hindernisse rein zischen lassen. Und so viel zum Raubfischpaket. Also, Route, Rolle, Köder, Snaps, so kann die Raubfischsaison enden bzw. weitergehen. Für Anfänger vielleicht echt geil, wenn er noch nicht so viele Routen hat. Da wir natürlich auch begeisterte Karpfenangler sind, würde ich sagen, hauen wir noch ein Karpfenpaket raus. Da habe ich mich dafür entschieden, das Sache auszusuchen. Wie gesagt, ich fische eigentlich auch genau das gleiche, wie wir jetzt verlosen. Wir verlosen hier 2x3 Safety Rig Montagen von DAM. Ein Anaconda Needle Kit. Da haben wir jetzt dabei eine Schere, einen Bohrer, einen Rig Tester und eben noch zwei Haken zum Bodies aufziehen auf die Haarmontagen. Passend zu den bereits gezeigten Safety Clip Montagen noch 200 Gramm Bleie. Also kann es Karpfenangeln direkt losgehen. Da wir eben noch 4 Kilo Boilies verlosen. Das wäre jetzt White Chocolate Geschmack, 4 Kilo, 20 mm. Das wäre das zweite Paket mit Safety Rig Montagen, Safety Rig Blind und Needle Kit bzw. ja, Boilie Kit. Zwei Pakete. Also, jetzt möchte ich euch sagen, wer gewinnt. Ja, geile Preise erfordern auch ein bisschen was von euch. Wer gewinnen will, muss jetzt folgende Fragen beantworten. Frage Nummer 1, was ist meine Lieblingsfischart? Wer da keinen Plan hat, wo er das findet, wo er sowas liest oder so, schaut im Frage-Antwort-Teil vorbei. Da wird die kleine Frage eventuell beantwortet. Dann zu Frage Nummer 2, wie groß ist Nikos Lieblingsköder auf Barsch? Eine weitere Frage ist natürlich jetzt passend zum Thema Barsch. Wie viele Barsche fangen wir in der Barschtour? Das ist eine Frage, mit der wir eben schauen wollen, beziehungsweise feststellen wollen, dass wir Abonnenten hier beglücken, sag ich jetzt mal, beschenken. Wir wollen natürlich, dass euch unsere Videos gefallen. Wir wollen wissen, wer hat das Video gesehen, wie viele Barsche fangen wir dort. Es waren schon einige. Also schreibt die Zahl drunter, Nikos Lieblingsköder, Größe oder halt die Größe von seinem Lieblingsköder auf Barsch. Meine Lieblingsfischart. Und dann noch das Alter, in dem Nico seinen ersten Fisch gefangen hat. Sowie den ersten Fisch, den Mike gefangen hat. Damit meine ich die Fischart. Großteil erfahrt ihr im vorherigen Videoteil. Also gut, wie gesagt, Karpfenkit und Raubfischkit. Ihr schreibt unter die Antworten der Fragen, was ihr am liebsten haben wollt. Entweder das Raubfischpaket oder das Karpfenpaket. Je nachdem, wie viele Fragen ihr richtig habt, beziehungsweise wer alle Fragen richtig hat, kommt in den Topf rein. Daraus werden wir dann im nächsten Video rauslosen, wer was bekommt, beziehungsweise wer der glückliche Gewinner ist. Ihr müsst euch entscheiden, Raubfischpaket, Friedfischpaket, es wird richtig cool, es sind mega tolle Sachen. Wir fischen genau das gleiche Zeug, es fängt. Also wie gesagt, jetzt klopfe ich noch ein paar Bilder hinten dran, zeige ich noch ein paar lustige, geile Szenen. Dann hauen wir noch ein wenig rein. Wir gehen demnächst wieder angeln. War natürlich auch oftmals ohne Kamera unterwegs, beziehungsweise kein Video zustande gekommen. Da wollen wir uns noch, ja, dann wollen wir fragen, ob es in der Zukunft auch okay ist, wenn wir Videos ohne Fische rausbringen. Nur mit Tipps und Tricks und so weiter, ein bisschen Unterhaltung. Da wir bis jetzt immer nur darauf geachtet haben, Fische in unseren Videos zu haben. Natürlich waren wir schon 20 Mal oder 30 Mal irgendwo angeln, wo wir nichts gefangen haben. Zum Beispiel waren wir neulich mal vor ein paar Wochen an einem 30 Hektar großen Baggersee, konnten dort jedoch nicht so viel fangen, beziehungsweise fast nichts. Da blende ich euch jetzt noch ein paar coole Szenen ein, da war ich nämlich mit Niklas unterwegs. Ein paar tolle Bilder haue ich dann noch hinten dran. Also dann viel Spaß beim folgenden Material, bei den darauf folgenden Outtakes.
Und wenn wir uns nicht mehr sehen, dann viel Spaß beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr abonniert uns, beziehungsweise bleibt am Ball. Schaltet das nächste Mal ein, wenn wir am Wasser sind. Antwortet auf unsere Fragen. Gewinnt eventuell beim Gewinnspiel, wenn ihr die Fragen richtig beantwortet. Also gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja, es liegen die Routen endlich. Jonas zeigt euch schnell, wie sie liegen. Das war ich nicht. Ich meine. Fick die Hell! Die Glückshose! Leute, erster Karpfen. Woran Team ist Karpfen? Der zeigt euch, ich bin voll dran. Super geil, Niklas steht im Wasser bis zum Donchoas. Ich feier dich, Niklas! Wo ist Boot, schnell! Ja, liebe Freunde, jetzt hat es endlich geklappt. Selbsthakmontage hat funktioniert. Zwar nicht der erhoffte Karpfen, aber eine 45 cm lange Schleie. Die hat Schonzeit, kommt gleich zurück. Es ist ein wahnsinnig schöner Fisch. Der erste für diese Session, nachdem wir jetzt schon 3 Stück verloren haben. Aber der tröstet uns jetzt ein bisschen. Die ist extrem gut genährt, wahnsinnig. Die auch mal schnell zurück und lass sie wieder schwimmen. We'll be right back.